ja, also so viele Gäste hatten wir noch nie und die Stimmung war noch nie so gut wie heuer. Ich glaube, die Menschen genießen es, wieder zusammenzukommen. Die wollen anpacken, das sind Zukunftsoptimisten und die Freien Wähler haben heute geladen und die Gäste sind gekommen. Dass er so gigantisch wird, dass die Leute uns wirklich die Bude einrennen. Über 1000 Gäste haben wir heute hier. Das ist natürlich auch eine tolle Bestätigung für unsere Politik, die wir in Bayern machen. Der Zuspruch heute Abend mit über 1000 Menschen am Nockherberg, quasi so schnell ausgebucht wie ein Robbie Williams Konzert, der zeigt, glaube ich, schon, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Kämpfen wir dafür, dass in unserem Land ja die Wirtschaft weiter stabil bleibt. Kämpfen wir dafür, dass der Wohlstand nicht verloren geht und sorgen wir dafür, dass die soziale Sicherheit erhalten bleibt. Das sind große Ziele, sie sind aber nicht unrealistisch. Wenn wir es richtig machen gemeinsam, dann schaffen wir das. Wir kommen durch die Krisen nur durch, wenn wir zusammenhalten, zusammenstehen. Die Einigkeit in der Bevölkerung, die ist das große Pfund, das wir haben und das wir hier schmieden müssen. Und da ist man in Bayern eigentlich nicht bang. Ich meine, wir können uns in diesen schwierigen Zeiten, Corona-Pandemie, Energiekrise, mehr als sehen lassen mit unserer Arbeitsbilanz. Obwohl wir quasi nahtlos unverschuldet von einer Jahrhundertkrise in die nächste übergegangen sind, herrscht in Bayern Vollbeschäftigung, wächst die bayerische Wirtschaft, würden fast alle Menschen auf der Welt gerne in Bayern leben. Darauf können wir stolz sein und dafür gilt es aber auch in Zukunft weiterzuarbeiten. Wir haben also die Energiewende vorangebracht. Wir haben Gott sei Dank geschafft, die 10H-Regel zu reformieren und anwendbar zu machen. Wir haben Wasserstoff auf den Weg gebracht. Vor 4 Jahren hat noch keiner das Wort gekannt. Stolz bin ich auf den Zusammenhalt, den wir gezeigt haben in einer unglaublich schwierigen Zeit. Wir haben die letzten Jahre Unglaubliches schultern müssen. Wir haben Entscheidungen treffen müssen, die nicht einfach waren. Wir haben immer noch Entscheidungen zu treffen, die nicht einfach sind. Und das lässt sich nur tragen, wenn man es gemeinsam schultert. Und das spürt man heute auch. Es ist heute ein ganz besonderer Abend, weil wir zum ersten Mal einen kommunalen Ehrenpreis der Freien Wähler Landtagsfraktion überreicht haben an Landrätin Tamara Bischoff aus Kitzingen, eine unserer verdientesten Kommunalpolitikerinnen, die wir bei den Freien Wählern haben. Ich wusste gar nicht, dass heute Abend ein Preis verliehen wird. Ich habe gerade gehört, dass er schon Sorgen hatte, ob ich komme, weil ich leider eine Stunde auf der Autobahn im Stau stand. Aber es ehrt mich sehr. Ich meine, ich bin jetzt sehr lange in der Kommunalpolitik. Ich mache das mit Herz, mit Herz und Seele mache ich das. Ich sehe auch die Erfolge, die man dadurch erzielen kann, wenn man nah bei den Leuten ist.